Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 4 Multiplayer-Ausgabe. Wheelspin in der Super Spin Edition steht an. Die ist schon eine kleine Weile her und deswegen wird es jetzt mal wieder höchste Zeit dafür. Mit dabei heute haben wir Andi, Bluto-Kaskade, LukasRe70Z, nur 24 Stunden Racer, Stui, Scrax, Crapper, Darf sein nicht gut, Kobayashi, Luca und Chinua. Grüßt euch. Hallo. Hallo. Ja, da ich in der letzten Multiplayer-Ausgabe, die höchstwahrscheinlich gestern erschienen ist, nicht genug geschlagen wurde, ist jetzt natürlich wieder Wheelspin dran, deswegen freue ich mich drauf. Und ja, Superspin ist einfach erklärt. Wir drehen zweimal einen Superspin oder wenn man damit nicht zufrieden ist, kann man einmal jokern, dann hat man allerdings nur einen Superspin. Ansonsten alle Regelwerke, ich wiederhole das einfach von der letzten Folge, sind mittlerweile wieder aktualisiert und auch verlinkt. Und ja, viel Spaß euch beim Drehen. Ich habe Angst. Nicht nur du. Oh Mann. So knapp. Sieht goldene Sachen. Komm schon. Sieht ja, schlecht ja, aus. Ja, ja, ja. Nein. Jetzt kann es nur noch schlecht werden. Ah. Bro. Oh mein Gott, nein. Spins unter 10.000 werden auch hier trotzdem auf. Ach du Scheiße. 10 auf. Oh mein Gott, was habe ich hier gezogen? Ich denn damit noch. Bitte, 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 ich glaube, damit kann ich, glaube ich, arbeiten. Komm. Es gibt jetzt eine Möglichkeit, wie das noch besser werden kann. Die ist nicht eingetreten. Es gibt noch eine Möglichkeit, wie es für mich jetzt doch noch zunichte gemacht wird. Ich ziehe den Joker. Das könnte was werden. Also, ich ziehe den Joker. Mal gucken. Vor allem, warum heißt der einfach nur so? Das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Das Ding ist, was ich habe, könnte so funktionieren, wie es ist. Deswegen, ich probiere das mal. Oh, auch wenn es was anderes ist. Ich bin jetzt auch überlegen. Ja, ich muss auch überlegen. Achso, ja, ich könnte jetzt einmal noch zeigen, was wäre gewesen, wenn ich einen Joker-Spin gezogen hätte. Das könnt ihr noch schnell zeigen. Ja, mach ich auch mal. Ich glaube, das schaue ich auch nochmal. Nee, da ist so viel Gold drin jetzt nicht, oder? Ja, ein Geld. Joker-Spin ein goldenes. Das ist ein Joke. Ich hab nee, so das ist ein Joker. Ich hab so viel Geld nicht. Zum Glück habe ich den Joker nicht. Yo, okay, das wäre auch krass gewesen. Aber ob es besser gewesen. Ja, ist doch also meins wäre auf jeden Fall besser gewesen. Oh mein Gott. Ja, bei mir wäre es. Wobei. Ja, doch, es wäre schon wahrscheinlich besser gewesen. Da hätten wir mehr mitmachen können. Aber egal, ich sag mal, so wird es interessanter auf jeden Fall. Ich muss halt doch mal kurz fragen: Sind nochmal Forza Editions erlaubt? Nein, verboten. Guck doch im Regelwerk nach, du ja, da steht alles im Regelwerk mittlerweile. Ich möchte kurz sagen: Das war sogar in der Besprechung ein Punkt, ob wir das erlauben oder nicht. Ich öffne es kurz mal für mich genau, hier. Ich weiß nicht genau, steht nichts mit Forza Editions sind verboten. Nee, ich glaube, wir haben es erlaubt. Ja, sind erlaubt. Wenn du es ziehst, hast du Glück und dann oder Pech. Ob je das Glück ist, weiß ich nicht. Ja, genau. Es gibt nämlich nur ein paar wenige Editions, die da wirklich Okay, danke. So. Denn halt lustig, hier heißt er dann so. Ja? Aber gut, man hat es ja gesehen, dass es der ist. Es gibt ja auch nicht groß Alternativen. So, also das Fahrzeug, was ich gezogen habe, hat einen Beinamen, aber wenn man es per Spin zieht, ist der Beiname nicht dabei. Und das würde schon, finde ich, drastisch was am Fahrzeug ändern. Aber gut. Ja, ansonsten würde ich sagen, jetzt hat jeder wieder 15 Minuten Zeit, bevor wir uns wieder treffen. Ich habe jetzt gar nicht gefragt, wer einen extra Channel möchte, aber ich denke mal, das sind die üblichen Verdächtigen. Also ja, Andi, Strax und ich. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß und bis gleich. Bis dann. So, dann laufen die 15 Minuten. Ja, also, so ein richtiges Porsche-Wochenende. Ja, dann gucken wir, was wir machen. Also, ich habe noch gar nicht zusammengerechnet, wie viel haben wir denn, aber ja, gut, wir können Vollaufbau machen. Also, wir kommen jetzt irgendwie über 300.000, dann können wir mal gucken, was der Rest noch gegeben hat. Aber ja, wir können jetzt gucken. Ja, wir machen auf jeden Fall den 4 Liter Boxer 6 Zylinder rein. Wir machen Allrad rein, wir machen alles. So, das haben wir schon. So, dann gucken wir mal, was uns das kostet. Der Vollaufbau.
Ah, der hat halt schon relativ viel drin, ne? Okay, das lasse ich weg. Das machen wir noch dazu. Und jetzt rein da. Geil zu fahren wird es bestimmt nicht, aber wenn man es schafft, die Leistung irgendwie zu managen, dann... Ja, wobei, das lasse ich, glaube ich, weg, oder? Ich verzichte auf die Mehrleistung, dann habe ich lieber ein bisschen weniger Gewicht. Das ist mir dann doch lieber. Felgen könnten wir nochmal gucken. Ein paar coole finden. Oh, ich nehme einfach die. Oder? Achso, die sind gar nicht leichter. Sogar leichtere Felgen? Interessant. Es gibt gar keine leichteren Felgen als die Serienfelgen. Die Serienfelgen sind schon. Okay, dann kann ich auch die Serienfelgen lassen. Das ist ja interessant. Wieder was gelernt. Ja, dann installieren das Ganze. Oh, wie viel hat es gekostet? Ich habe gar nicht geguckt, wie viel es gekostet hat. Ah, aber ja, gut, es wird safe keine 300.000 gekostet haben. Safe nicht. Also, glaube ich nicht. Wenn nicht, dann haut mich. Nee, auf keinen Fall hat es. Also normalerweise kostet das nicht so viel. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Da war ich schon blind. Neue Designs finden. Vielleicht fahren wir was Cooles. Dödem. Was haben wir denn hier? Könnten Stewie-Design machen, aber machen wir lieber nicht. Da sehe ich gerade, dass eine Marke drauf, wo wir keine Rechte dran haben. Machen wir mal einen Suchwagen, wir nochmal allgemein in der Welt. Mal, was wir da finden. Wir haben hier eh noch ein bisschen Zeit. Oh, ein Gulf-Design. Okay. Ja gut, das hatten wir ja schon auf dem anderen drauf. Aber es ist halt auch ein geiles Design, ne? Hier ist halt auch ein geiles Design. Ah, das alte Clubsport-Design. Wäre natürlich auch eine Überlegung. Ja, komm, nehmen wir das mal. Das ist auch cool. Und dann machen wir eine Probe fahren, da gucken wir mal, was wir hinkriegen. Ich denke mal, wir müssen auf jeden Fall Aero voll einstellen. Bodenfreiheit lasse ich mal ein bisschen, falls wir halt doch mal irgendwie Offroad fahren müssen oder so. Na, ah ja. Allrad hilft, aber halt noch ein bisschen kürzerer Radstand hier im Cayman. Alles klar, kriegen wir hin. Wir hatten schon schlechtere Fahrzeuge. So, machen wir mal ein bisschen. So, das können wir erstmal lassen. Ja, so viel Sturz brauchen wir nicht, aber da gucken wir gleich nochmal drauf. Ich stelle jetzt aber trotzdem einfach schon mal provisorisch ein. Stabil runter. Nicht aufs Maximum, beziehungsweise Minimum und Maximum, sondern gute Mischung. Freiwerkshöhe lasse ich, glaube ich, so hoch tatsächlich. So weich lasse ich es auch mal. Wie gesagt, wenn wir dann doch Querfeld einfahren müssen, der Rest passt eigentlich ganz gut. Ein bisschen Anpressdruck vorne, hinten vielleicht nicht ganz so viel. Ja, Sperrung ist eigentlich ein bisschen weniger. Und ja, ein bisschen nach hinten machen wir. Aber ich würde es trotzdem ganz gern schon mehr als genug auf der Vorderachse lassen. Wie gesagt, falls wir doch mal Querfeld ein müssen. Sind wir, glaube ich, ganz froh drum, wenn nicht nur die Hinterachse antreibt. Aber im Prinzip macht das Fahrzeug für die Klasse eigentlich einen ganz guten Ersteindruck. Tatsächlich doch extremer gehen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber der hält es echt sehr gut stabil, was die Stabis betrifft. Machen wir mal den, den extremsten Wert will ich nicht. Ein bisschen Sicherheit, gerade wenn wir ins Gelände gehen, aber so ein bisschen extremer. Können wir schon gehen.
kannst auch gleich nochmal ins Gelände fahren, gucken, wie er sich anstellt. Ist natürlich bestimmt nicht super gut, aber das passt schon. Ja, wenn man ein bisschen aufpasst, nicht zu schnell in die Kurven jagt. Also entsprechend dem LI ist er natürlich jetzt nicht so krass in den Kurven. Na, da erwartet man normalerweise halt ein übelst krasses Extreme Track Toy oder Hypercar oder sonst was. Aber wir sind da auch schon wirklich Schlechteres gefahren. So, gehen wir mal ins Gelände. Gucken wir mal, wie er sich da so anstellt. Ich glaube, allein durch den Allradumbau sind wir schon ganz gut bedient. Vielleicht gerade mal die Schotterstraße da auch noch abfahren. Relativ zufrieden. Ich glaube, da will ich gar nicht groß rumtesten. Wir können jetzt vielleicht kurz nochmal eben den Sturz angucken in der Telemetrie. Ja, da kann ich auch nochmal kurz sagen, für all diejenigen, die nicht wissen, wie man die Telemetrie öffnet, das könnt ihr in den Controller-Einstellungen machen. Da müsst ihr dann Anna, also da, wo normalerweise Anna das Navigationssystem ist, das einfach durch Telemetrie ersetzen. Da gibt es einen extra Menüpunkt. Und dann könnt ihr einfach Steuerkreuz nach unten gedrückt halten und dann öffnet sich entsprechend Telemetrie. Hinten könnte man tatsächlich ein bisschen mehr machen. Vorne sogar, glaube ich, auch ein Klick vorne, zwei Klicks hinten würde ich machen. Zwei Klicks hin, vorne einer. Ich glaube, das passt dann ganz gut. Hinten könnten wir sogar noch mehr machen. Ja, aber ich glaube, ich lasse es trotzdem mal. Oh, habe ich einen Schaden noch an? Das muss ich natürlich noch umstellen. Ach, den hatte ich schon geändert. Das war im Guestling-Format gefragt, der Schaden. Ach, im Übrigen, kurze Insider-Information an all diejenigen, die die gestrige Folge gesehen haben. Weil am Ende ja ich mir selber nicht so sicher war, war das jetzt zugestellt oder nicht. Und dann habe ich ja selber gesagt, okay, für mich ist es nicht zugestellt gewesen. Also die Cops haben selber gesagt, es war nicht zugestellt. Also das war von dem her, von allen Seiten okay. Ja. Ich glaube, das ändern wir mal ganz kurz ab. Ja, das brauchen wir nicht. So, und dann ändere ich, glaube ich, dann doch noch mal ganz kurz das ab. Wir haben ja noch die Zeit dafür. Ja, dann gehen wir hinten doch mehr drauf. Ich meine, ist ja auch nicht verkehrt. Ich meine, mehr Gewicht hinten, dass da natürlich mehr Sturz prinzipiell eingestellt wird. Mehr Auflagefläche. Kann ja nicht schaden. Sogar vorne können wir auch noch mal einen Klick mehr machen. Da habe ich tatsächlich zu wenig gemacht. Sieh an, sieh an, sieh an. So täuscht man dich. Mal das, ja mal. Vorne und hinten gleich ist auch okay. Ja, wunderbar, Leute. Dann würde ich sagen, wir machen einen kurzen Cut und treffen uns gemeinsam mit den anderen wieder am Flugplatz. Und dann gucken wir mal, was die so Schönes gezogen und aufgebaut haben. Ja, wunderbar. Da stehen die, ja, sehr bunt gemixten Fahrzeuge. Wir fangen direkt mal mit den Dixon an, würde ich sagen. Und der erste davon ist der gute Stui. Ja, ich habe einen RS6 bekommen und dann noch 80.000 und im zweiten Spin den Ford Ranger T6, wie auch schon in der letzten Wheelspin-Ausgabe, und habe dann praktisch da wieder angefangen, damit aufzubauen.
Und ja, so ist es halt gekommen wie letztes Mal. Ja, und wenn du Glück hast, fahren wir ganz viel gewürfelt ein und dann ist alles gut. Dann ist alles gut. Ja, das gleiche denkt sich wahrscheinlich auch Lukas370Z. Ja, genau. Ich hatte den Nissan Titan hier gezogen und 267.500 insgesamt. Und ja, alle Motoren mal durchprobiert. Der schöne Lambo V12 ist der stärkste. Also darf ich euch heute mit V12 beglücken. Ja, ja, ich glaube, Lambo V12 werden wir nicht nur einmal heute hören, habe ich vernommen. So, dann nur 24 Stunden Racer zeigt schon mal sein Gesicht, während er Buggy fährt. Zumindest mal würde es bei mir so aussehen. Genau, nee, bei mir sieht man panisch einen schreienden Joker. Der sagt, hier, nimm den Joker-Spin, du willst doch nicht dieses Auto fahren. Ich habe mir gedacht, ich habe so viel Geld gezogen, ich hatte einen Sesto Elemento, der ja ein Extreme Track teuer ist und deshalb nicht hier steht. Dass ich mir gedacht habe, da baue ich lieber hier einen Vollaufbau raus und off-off-off-road. Alles klar. Shinoa? Ja, also ich habe den Joker nicht benutzt, also Viper gezogen und ein ganzes Tuning Bay von 460.000. Vollaufbau von 10 auf 12 Zylinder hoch, einfach damit ja, die Tinnitus bleibt irgendwie gleich und halt Vollaufbau auf Rallye-Reifen. Okay, darf sein, die gut. Am ersten Spin habe ich schön Vulcan in der Forza Edition gezogen, dachte mir, geil, viel Geld. Und dann kam dieser tolle TT und ja, Offroad-Aufbau. Passt schon. Alles klar. Crapper. Ja, also im ersten Spin hatte ich einen Ford Falcon Forza Edition. Hatte ich gar keine Lust darauf. Und dann zum Glück noch im zweiten Spin einen 720S bekommen, der 10.000 Credits mehr wert war. Das heißt, ich konnte den nehmen und voll aufbauen, dank dem Ford. Ja, kann man sagen, wirklich Schwein gehabt, ja. Ja. Pluto. Ja, also ich hatte das Glück, im ersten Spin direkt den schönen Renault hier zu ziehen. Und insgesamt hatte ich dann durch den zweiten Spin 200.000 zum Tuning. Ja, ist ein Vollaufbau geworden. Mal gucken, was damit geht. Alles klar. Luca? Ja, ich hatte die ersten zwei Spins knapp 100.000. Hab einen Joker-Spin gezogen und dann hat es für den Porsche gereicht und einen Vollaufbau. Glücklicherweise. Alles klar. Ja, den Motor habe ich auch vom GT3 RS geklaut beim Cayman GT4. Und ja, Vollaufbaugeld hatte ich genug. GT4 habe ich übrigens gezogen, natürlich. Sonst hätte ich wahrscheinlich für das Geld was anderes mir gegönnt. Scrags. Ja, erster Spin war okay. TVR Sagaris und 45.000. Im zweiten Spin, also den Sagaris hätte ich natürlich auch genommen. Zweiter Spin dann der EB110 und nochmal 40.000. Kurzum, hier ist ein W16 reingewandert. Ein paar Rennreifen. Und ja, ein bisschen Leistung noch zusätzlich rein. Und ein bisschen Sponsoring von Cola. Alles klar. Jetzt fällt mir gerade ein, ich habe vergessen, aus dem Drohnenmodus zu gehen. Egal, ja. Andi, du machst es besser. Ja, ich hatte den Subaru hier und 72.500, dachte mir, das könnte eine interessante Folge werden. Ja, logischerweise habe ich da aus dem Drifter gebaut, nee, einen Offroader und habe immer gespannt. Ich hoffe, ich kann behalten, das könnte lustig werden. Ich hatte gedacht, so ein Track-Toy wäre auch ganz gut gewesen. Ja. So. Und ja, Aventador V12, da haben wir das Stichwort. Kobayashi. Ja, wenn man schon davon spricht, ich hatte 430.000 Tuning Budget. Ja, die wertvollsten Spins haben für den Aventador gereicht und ja, Vollaufbau, Whitebody, alles was reingeht. Ja, alles klar. Wunderbar. Dann würde ich sagen, wird es höchste Zeit, am Rad zu drehen. Und zwar am Rad beim Beschleunigen. Oh. Es ist halt so lächerlich. Ich habe vor der Aufnahme dreimal gedreht und dreimal kam ja und jetzt kommt natürlich das erste Nein. Also, wenn es ganz blöd läuft, wird in Horizon 4 nie wieder eine Switch Edition kommen. Ich glaube auch nicht. Also all die Zuschauer, die jetzt nicht verstehen, was jetzt Sache ist, ja, es gibt eine sogenannte Switch Edition. Man muss es erklären, weil es kommt so selten, dass es kaum jemand kennt. Ja, was sie genau kann, guckt im Regelwerk nach, aber sie kommt quasi nie, obwohl es mal ganz lustig wäre. Aber ich hätte eigentlich heute fest damit gerechnet, weil ich eigentlich super zufrieden bin mit dem, was ich gezogen habe. Aber ja, scheinbar darf ich auch mal den Porsche fahren. Richtiges Porsche-Wochenende für mich. Oh. Ja, Ray fährt halt immer Porsche. Ja, die Kommentare werde ich jetzt halt bekommen. Weißt du, Andi fährt viel öfters Porsche. Ist egal. Das wenn ich's einmal, wenn ich es einmal fähre, ja, also CVR auf jeden Fall. Und wenn, wenn ich es einmal fahre, dann direkt. Nein, generell nur Muscle Cars. Genau.
Ja. Wir sind nur als Porsche gefahren. Die Stuttgarter Muscle Cars. Ich bin noch nie Porsche gefahren. Nee, ja, du doch nicht. Subaru ist ja auch das Muscle Car. Ja. Da also ist immerhin ein bisschen Muscle Car drin in dem Subaru. Du, hier, ganz ehrlich, jetzt Achtung, der kommt richtig flach. Wenn du boxen willst, musst du auch Muskeln haben. Bäm. Boxer, Muscle. Ich habe einen Termin. Sehr weit weggeholt. Ich finde die Erklärung sehr gut. So, dann gucken wir doch mal. Ich glaube, so schnell bin ich gar nicht. Ich habe 395. Das ist halt ein hoher Durchschnitt. Holy shit. Leute, ja. Aber klar, Super Spin ist halt schon, weil es ist ja. Es ist ja halt fast schon halt wie auch bei Gold Digger, aber irgendwie, weiß nicht, also mein Joker Spin wäre sogar noch krasser gewesen. Da hatte ich. Also irgendwas über 400. Also ich habe einen 400.000er Spin plus nochmal. Ne, 450.000. Also einen 200er, 250 und nochmal irgendwas. Also hätte ich noch für was viel krasseres aufbauen können. Oh scheiße, glaube ich, renne mich. Jo, der war bitte so. Alter! Ja, das wird der Begrenzer. Ach komm! Ah, ich glaube, ich habe Shinoa noch bekommen. Ein paar Meter mehr. Ach, scheiße. Das ist okay. Ah, da Aventador. Ah, guck mal, 918 steht bei mir hinten. Wenn das kein aber leider kein Zeichen. 16.000. Kein V8 drin. Oh mein Gott, ey, ich hätte nicht gedacht, dass der Aventador das so wäre auch interessant, wenn du den reinbauen könntest. Das wäre ja beim GT3 kannst du es ja, glaube ich, oder nicht? Was? Nee, beim 992 Carrera. Kann aber man den 918. Aber beim 992 kann man den V8 Hybrid. Okay. Okay. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, die ganze Sache ist eröffnet und jetzt geht's aber zur ersten richtigen Disziplin natürlich in alter Manier, nämlich in Teamrennen. Und wo es da genau hingeht und in welcher Jahreszeit wir unterwegs sind, das sehen wir jetzt. Ja, und wir steigen richtig verrückt ein, direkt mit Flaggenjagd und Jagd. Boah, schon ein Zungenbrecher. Und vergesst nicht, die Flagge zu holen am Anfang. Auch könnt ihr euch vergessen. Erfahrene Spieler. Harry Cracker. Flaggen braucht man nicht, das ist wirklich. Flaggen sind optional. Ja, okay, wenn wir den Punkt trotzdem kriegen. Sag ich nicht nein. Miau. Miau. Das war schneller, als ich dachte. Ah. Boah, das war du nicht. Das hat irgendjemanden verhindert, war halt eine Flagge abgenommen, ich weiß aber nicht wem. Ja, das war ich habe aus dem Dorfseinig abgeschossen. Ja, und ich habe ihm dann die Flagge abgenommen. Genau. Ich habe alle gute Power. Oh, sorry. Oh, ich dachte, ich gebe dir Starthilfe, aber du wolltest abbiegen. Sorry. Ja. So, okay, komm, den fahre ich jetzt hinten rein, dann kommt er schneller vom Fleck, aber ich er wollte abbiegen. Ui. Yes. Als ob ihr... Nice. Ach man, das habe ich jetzt falsch eingeschätzt. Hätte ich lieber durchziehen sollen. Nein. Ach, komm. Ach, nein. Ah, als ob der noch getätigt hat. Ja, scheiße. Also, drei Kohlen abgegeben werden, das hat eine gute Kohle, finde ich. Also wir müssen zweistellig werden, sonst sehe ich. Ja, keine Sorge, ich muss nur ab und zu mal durchfliegen, dann geht das schon. Warte, was? Warte mal kurz, bis alle. Okay, geht's. Wer nimmt rechts? Krepper, was? Nee, also du? Eigentlich niemand. Oh, als ob. Oh, du Sau. Nein. Als ob. Diesmal nicht. Hä? Kommt noch ein paar. Achtung, von oben. Und er springt. Ja. Ich war noch nein, nein. Oh ja, den habe ich gemeinsam gesehen. Hilfe, Lukas, fahr dich über mich drüber. Ja, oder einmal aus. So kommt er nicht. So geht's auch. Ja, ja. Okay, ich. So, die Kolonne. Freue gerade den. Okay, jetzt Angriff. Ja, scheiße. Ich komm, aber so ein Viper von. Wird dich alles ausgeblendet. Nein! Nice, danke schön fürs Ablenken. Ja klar. Echt los. Nein! Bei meiner Ausstrahlung nein. Kann ich ziehe ich immer die Massen auf von mich. Links. TT. Die Fokus ist eh den Porsche, also alles gut. Die letzte einfach durchziehen, nicht großartig warten. Ja, alles klar, auf geht's. Also ihr könnt ruhig warten, da habe ich nichts. Okay, ja, solange wir alle Flaggen noch eine Sekunde vorher abgeben, zählt es noch und ist okay, können wir warten. Einer weiß. Nein, du nein! Nicht. Nee, nee. Mein Freund. Hier nicht.
Hab ich auch nicht. Aventador ist vorbeigeschossen. Ich hab immer 5 Leute auf mich drauf. Ja, nein! Nein! Oh, komm. Schade. Diese Armee. Schade, gute Armee. Das ist nix, schade. Also nach der Runde stehe ich völlig neben mir. Der Witz wird auch nach 3 Jahren nie alt. Das, ja, der wird halt auch nicht alt, weil er halt passt. Mann. Also ich find's traurig, wenn sie Horizon 5 diesen Bug nicht mehr hätten. Den gibt 100 Pro noch. Also wenn es diese Kamerafahrt noch gibt, gibt's auch den Bug noch. 100%. Ja, Traditionen müssen gewahrt werden. Ja, Traditions. Wobei, was man schon gesehen hat, so ein bisschen angerissen, dass immer kurz vor der Zieldurchfahrt diese schwarzen Cinematic-Balken schon auftauchen. Ne? Aber sie haben es dann weggeblendet, aber man hat schon gesehen, dass es kommt. Ja, weiß nicht, ob ich da ein Fan davon bin, aber mal schauen. Weiß ich auch noch nicht. Vor allem, wenn du kurz vorher dann eine Rückblende machst, dann kannst du triggerst du sie immer wieder. Ja, kannst du ja nicht mehr. Ja, kurz vor Ende, ja, stimmt, kann man es ja gar nicht. Ja. Das ist dann das Achtung, Signal, aber sobald die kommen, kannst du nicht mehr. Machst du den hinten? Ja, ich versuch's. Dann lassen wir die vorne durch. Den Alumi habe ich fertig. Hat nicht funktioniert. Da kommst du hin. Der ist so dick, den kann man ja gar nicht. Ja, das ist meine Ausrede. Ich bin so groß, mich kann man gar nicht verfehlen. Ja, dann hätte es aber genauso gerade eben so groß sein können und alles aufhalten. Wow, ich hab doch 3 Flaggen verhindert, also bitte. Die meiste Zeit habe ich nur Flaggen reingehauen, weil ich hab das schnell war. Nur 3, wie schlecht denn dann bitte? Jede Runde eine. Du bist eine Wall of Car. So? Wall of Car. Achtung, ja, außen kommen die meisten. Ja, für Andi zuständig. Oh fuck. Also, wieso hast du gebremst? Hättest du durchgezogen. Oh, come on, du hast mich nicht berührt. Ah, volles Wall. Drax, das fände ich nicht. Nein, nein, Pluto, nein. Nein, als ob er über mich springt. Ja, ich dachte, du landest genau auf mir. Scheiße. Oh, wir sind eine Flagge vorne. Drax, das war sehr knapp. Ja. Ja, also gut, jetzt müssen wir mal ein bisschen besser. Die Runde war gar nicht gut. Nein. Och, ich haben die ja gerade alle einen Punkt gemacht. Nee, nicht alle. Nein, ich habe allein 2 verhindert. Ich habe bis jetzt erst eine Welt. Bei Stui habe ich leider ein bisschen geschlafen. Nicht immer alle auf einen, wenn es geht. Ich bin da ist Pluto. Gut. Hey Pluto, hallo. Sehr gut, Andi. Stui vor Stui. Ja, Pluto. Sehr geil. Moment. Nein, Stui. Sehr gut. Was? Das wieder Pluto. Alter, was ist hier los? Flagge. Das schaffen wir nicht. Wir haben noch 2. Oh nein. Ungefähr. Nein, hier ist ein Hubble. Hey, warum waren wir so schlecht? Ich dachte, wir waren voll okay. Keine Ahnung. Ich mag mich nicht. Ich verstehe es halt nicht. Jedes Mal, wenn ich die Flagge aufnehmen wollte, waren 4 von denen mindestens auch mit drauf. Also keine Ahnung, wie da so viele andere verhindert worden konnten. Ich hab gerade an diesem Lipdraft aufs Korn genommen. Ja, hochgehoben. Schade. Umfliegen lassen. Ich haben können. Kann einfach nur geradeaus, ey. Kurven gibt's hier einfach nicht. Hi. Du, scheiße. Nein! Hey, Luca. Nein! Ja! Ich wollte auch noch eine reinbringen, Leute. Oh Mann, ich auch. Ich hatte freie Bahn. Das war gerade eine schöne Szene. 11 zu 11. Lukas 0. Ich ja, einen damit geht Team jetzt. Rot in Führung. Ja? Nee, Team Blau. Nee, Team Rot. Ich hab schon. Grün. Ey, jetzt riechen 100.000. Was ist denn heute los? Ich glaube, wir nehmen heute nochmal eine Wheelspin-Folge auf. So. Läuft gerade ganz gut. Nein. Nein. Das hält mein Gehirn nicht mehr aus. Schade. Ja, wunderbar. Das soll die erste Disziplin gewesen sein. Ich verrate schon mal die Jahreszeit fürs nächste Mal. Wir werden den Frühling verlassen und in den Herbst ziehen. Die Disziplin, die sehen wir gleich. Hey, Straße! Woo. Fragt sich nur, wie lange? Pip, hurra! Ich wurde von meinem Team diskreditiert vor dem Rennen. Ich weiß nicht, ob ich gut abschneiden möchte. So, weil ich dich als Rallye-Car bezeichnet habe oder dein Fahrzeug als Rallye-Car. Nein, weil gesagt wurde, alle Offroader sind bei Team Rot. Ja, gut, das hat ja Team Rot gesagt, nicht Team Blau. Hilfe! Oder? Ja. Ja, dann ab zur Streckbank oder so. Ray? Ah ja. Ja, ich drehe gern Pirouetten im Wasser, deswegen ist das. Oh, hi, Luca. Guten Tag. Sie haben sich hier aufgedreht? Ja. Ihr macht das schon. Wo ist der Grip? Hallo, Bruder. Okay, ich hab Trick 17 gefunden. Handbremse zieht. Gott, gar kein. Mein Auto geht auch ohne Handbremse hier quer, das ist gar kein Problem. Muss der Asphalt hier sein? Ja. Ja, ja, nein, der muss hier nicht 2 sein. Sekunden. Okay, Nassmarker gar nicht. Die erste Kurve finde ich so eh gerade hier. Fast zu eng gefahren.
muss sie mit Halbgas fahren. Ist oder ein bisschen krass, ich rutsch grad weg. Das ist wie auf Eis fahren hier. Ja. Was? Ich hätte vielleicht doch noch einen Reifen drauf lassen. Okay, aber überschlägt sich, sehr schön. Alles gut, ich fahr weiter. Ich habe einmal einen Bombenbomb gemacht und dann ging es weiter. Ja, ich jo! Ich das nenne ich Commitment, ey. Oh. Ja, sowas sieht das man Porsche in England des Öfteren oder in Großbritannien in 27, der sich im Dreck suhlt. Ja, dafür wurde er gebaut, das weiß man glaube ich noch nicht. Ja. Das ist richtig. Komm rum! Wolltet ihr das euren Mitarbeitern mal mitteilen, ne? Nö, finde ich noch das Süße. Okay. Raider in Porsche mag Regen auch nicht, hab ich gehört. Gut, wie langsam einer auf der Straße ist. Doch ein Dirt. Und wie viele Gänge habe ich? Rapper vielleicht weniger querfahren? Ich kann nicht! Es macht so viel Spaß. Ja, aber das ist nicht schnell. Er will halt mehr sehen. Ja. Ich muss mehr. Ich zweifle, dass er da mehr sieht, weil ich glaube, da steht noch mehr Dreck auf die Scheibe. Also, und ich glaube, an den Seitenscheiben hatten 27 noch keinen Scheibenwischer. Wird auch noch geben. Aua. Komm, ins Team will ich schon noch schaffen. Hä, was für ein Schaffen? Team, was macht ihr da? Ja, sorry, mehr ging nicht. Wer hat jetzt mehr Offroader im Team? Mehr ging er einfach nicht. Hat nicht so viel gebracht, wa? McLaren war halt der beste Offroader. Nun ja, McLaren hat's halt rausgerissen für Team Blau. Ja, mit den 0 Punkten. Aber dadurch bleibt's eine spannende Geschichte. Damit gleicht Team Blau aus. Damit steht's 1-1. Und ja, dann gucken wir doch mal, was uns in der dritten Disziplin erwartet. Auf jeden Fall kann ich schon mal sagen, es wird eisig kalt. Oh nein. Och nee. Ja, nicht zu viel versprochen. Es ist Winter und wir fahren wieder querfeldein. Also heute soll sich mal niemand beschweren, wir fahren zu wenig Offroad. Wobei es ist schon komisch, normalerweise ist es ja immer so. Ah ne, ist ja gar nicht komisch, ne? Also wir machen immer genau das Gegenteil, wie das, was Andi aufgebaut hat, da Andi ja kein Offroader hat, wie wir ja festgestellt haben. Fahren wir jetzt. Lukas, ja, das ist der eindeutige Beweis. Da kannst du jetzt schlecht gegen argumentieren. Ja. Stimmt schon irgendwie. Wir hatten die Säule auf meine Ideallinie gestellt. Ich ist da gerade gespawnt, ich hab's gesehen. Oh, Blue, das war aber akrobatisch. Ja. Spaß, ja. Und jetzt hat der Jackpot nicht gezählt, ich hab die Flagge berührt. Ja, wir kommen mit Vorsa. Jetzt weiß ich, wie das Wort heißt, was gerade im Schnitt mir entfallen ist. Das heißt Erdhalbkugel. Nein, Erdhalbhälfte. Nein. Echt jetzt? Nein. Nein. Aber Erdhalbhälfte finde ich auch gut. Das würde wieder ein Viertel ergeben. Was? Jetzt das ist eine Säule. Oh Gott. Ach, die Säule auch mal. Ja, ich hab sie beim ersten Mal nicht gesehen. Das war ein zu großer Titan Warrior. Ja, du hast sie nicht gesehen, weil da ein anderer schon davor stand. Ein zu so großer Titan Warrior. Er sich gar nicht im Schnee. Also gerade eben beim Mudkickers fand ich es schlimmer, ehrlich gesagt. Achtung, ich muss mich noch durchmuttern mit dem Heißwasser. Was? Genau. Mal gucken, ob wir überhaupt heute auf der Straße fahren werden. War doch schon. Oh, Crapper, wer Kondition an, das ist mich so abgerollt. Ja, das wäre auch mein Plan gewesen. Oh, das ist weit, Prüfer. Ja. Wir wissen ja, Porsche braucht wieder Offroader. Aber für das hast eigentlich diese Offroader also diese Querfeldein-Monster, nennen wir es mal so, im roten Team sind. Wird schon wieder nichts, ja. Ich kämpfe mich gerade nach vorne, die. Das Rennen ist zu kurz. Darf sein, die gut? Guck mal kurz nach rechts. Nein. Das ist schon. Ich habe mein Ziel. Ja! Nein! Nein. Oh Gott. Da kommt noch ein Konzentrum. Lukas? Ja. Ach, Mann. Straße. Danke. Oh Gott, ey. Lorenz, ich werde gerade fast hinterher gefahren. Joa. Ha. Behaupte mal ganz frech, wäre ich nicht an die Säule gefahren und hätte den Checkpoint gehabt, hätte Team Rot gewonnen. Ja, das gehört halt dazu. Und wenn
die Erde keine Kugel wäre, wäre es eine Scheibe. Dann würde es nämlich auch Erdhalbhälften geben. Gibt's auch so. Ach so, okay. Dann würde es nämlich Erdhalb-Pizza heißen. Es wäre vielleicht dann auch eine Halb-Erdhalbhälfte. Wenn die Erde keine ganze Kugel wäre, sondern so eine halbe Kugel, dann wäre es eine Halb-Erdhalbhälfte. Hm. Wenn die Erde eine Pizza ist, wäre es dann eine Pizza vier Jahreszeiten? Philosophie mit Ray. Das ist, finde ich, ein philosophischer Gedanke. Da können wir ja mal auf jeden Fall das mal noch weiter ausführen. Aber nicht jetzt. Das machen wir dann jetzt im Cut. Tut mir leid. Das gibt's dann für alle Pay-Zuschauer. Nein, Spaß. Demnächst auf Netflix. Demnächst. Bei unserem philosophischen Forza-Podcast. Nein. Ich würde sagen, wir machen weiter. Denn Team Blau geht mit 2-1 in Führung, aber die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Die gibt es vielleicht in Spiel oder Rennen Nummer 4. Und da schauen wir mal, wo es uns hinschlägt. Wann wird es endlich wieder Sommer? Jetzt. Ja, Rundkurs, Asphalt. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Aua. Cool, dass einer jetzt wirklich gerade einfach aufrückt, oder? Okay, ich habe einen Knick in der Optik ausgemacht. Oh fuck, untersteuern. Oh mein Gott! Gerade die Reifen. Oh Gott! Struggle. Ich habe eine unsichtbare Bodenwelle mit. Pack mal schnell Topspeed aus. Das wäre noch richtig spannend. Topspeed ist bei mir 92, hat dann begrenzt und so. Was machst du da? Mein Mario Kart angegeben 430. Ich war auf einem GT3 RS, ne? Das war peinlich. Oh Gott. Ja, immer dieser Wall. Bremsen ist nicht so. Immer dieser Wallrider da. Ja, Wallriden ist nicht. Das war eher Wall einschlagen. Ja, Ray, wie sah das bei dir in der langen Rechtsbremse? Das war kein Wall Ride, das war eher ein Wall Einschlag, wie es du hier beschrieben hast. Das hat mir nicht so wenig einen Vorteil gebracht, würde ich behaupten. Gut, wäre die Mauer nicht da gewesen, davon. Da gebe ich dir recht, hätte ich mehr Nachteile gehabt, dann wäre ich nämlich irgendwo nirgendwo gelandet. Okay, ich hätte doch nicht auf die Forza Aero verzichten sollen. Ich hatte noch nicht mal Forza Aero, sonst wäre sie dran. So, Leute, ich mein Head out. Team Rot. Ich mach schon, was ich kann. Oh mein Gott, warum verlasse ich mich auf den dummen Bremspunkt? Nee. Naja, 24 Stunden Racer. Wir können uns nur selber schlagen, ja? Ja, wir könnten weiter dran am Drift machen wir am Anfang. In der ersten Runde. Ja komm, Alter, ich steig ein. Juhu. Oh, Überschlag. Überschlag. Oder die erste Kurve bremsen mal. Dreifacher, vierfacher. Achso, ich dachte, an der Bande entlang. Nee, du fährst einfach mitten rein. Alter, ich hab mich gerade einfach Gewallride, Überschlag, vierfacher Triple Salto in die Wand hinein. Hast du den Spezial-Move? Den Free-Spezial. In Horizon 5 nehme ich dann auch Wheelspin auf. Craig, das wäre sehr nett, wenn du mal weggehen würdest. Besser ist, Wheelspin nicht das Ganze. Auf. Dann hast du auch mal Pech. Oh fuck! Nein, Kurven! Komm schon! Gibt's da? Pluto, überschlag dich mal. Wo? In meinem Album? Weiß ich nicht. Sie, sagen. Sie, das ist ja deine Aufgabe. Wissen, ein Gleis musst du auch bringen. Oh Gott. Im Alumicraft kann ich nur sagen, auf Road habe ich mir besser vorgestellt. Yay, Podium! Diesmal von vorne und nicht von hinten. Zum ersten Mal Premiere. Oh Gott. Ja, also wir sind auch mal Asphalt einrennen. Gefahren. Ja, irgendwie so. Haben die Querfeld-Einrennen mehr Spaß gemacht. Ja, finde ich auch. Ja, stimme ich zu. Tja. Da kann ich jetzt leider nicht dafür stimmen. Mhm. Und ich glaube, Shinoa und Scrax sehen das auch an. Ja. Team Blau hat gewonnen. Die Straße ist natürlich Aussuche. Ach, da bin ich ja Richtung Ende noch ins Siegerteam gewechselt. Das gefällt mir richtig gut. So. Du wechselst aber nochmal. Jetzt kommen wir noch im Rennen. Ja, genau, entschieden, wer nämlich gewonnen und verloren hat, wird erst im letzten Spiel, weil wer könnte ja das Team noch wechseln, ob man will oder nicht. Genau. So, dann würde ich sagen, die fünfte Disziplin spielen wir natürlich. Wie gesagt, Team Blau hat schon gewonnen, aber wer im Team Blau am Ende sein wird, das wissen wir noch nicht. Das finden wir jetzt aber mal raus. Und zwar
bei einer Veranstaltung. Und wer ist im Siegerteam? Wer ist im Siegerteam? Ah! Ja, Lukas, tut mir leid. Du durftest immerhin mal Siegerluft schnuppern. Beides durftest du vorher auch noch. Oh. Im roten Team, aber. Übersteuern ist weg. Das berühmte Eistuning halt, ne? Oh Gott. Dafür habe ich ein dezentes Untersteuern. Aber der Strecke sogar komplett geräumt, kann es sein? Ja. Das ist doch gar nicht. Oh Gott, Mann. Bis auf das wir über den Stausee fahren müssen. Nee, müssen wir nicht. Doch, müssen wir nicht. Doch. Echt? Verdammt! Willst du sonst jetzt rüber, wenn wir da lang fahren? Ja, übers Wasser hinwegfliegen. Achso, ja, dann bieg mal rechts ab. Platz da. Einmal in Jeep. Nein, nicht in den See. Ja, ich hab irgendwie das gerade verwechselt. Das war, glaube ich, Straßenszenen, was dann. Oder auf Flugdach. Da die Motorwäsche. Oh, da freut sich der Lambo. Hä, ja, woher kommt der Bugatti? Ich guck nach hinten, um zu sehen, wo Pluto ist, und sehe nur seinen Namen. Ich hab Power. Die haben Grip. Leute, ich hab keine Power. Oh Gott, untersteuern. Power ist bei mir nicht das Problem, weil Moment dauert. Oh Scheiße, ab jetzt geht nichts mehr. Schade, dass dieses Wasserloch nicht zugefroren ist im Winter. Ich finde, das muss ich wieder einfach so zwischendrin einfach mal wegsliden. Hier, die Wand hat mich gerettet. Alter, es wird schon wieder so knapp, oder wie? Ist ja voll Kopf-an-Kopf-Rennen hier vorne. Kann jeder noch gewinnen. Und da vorne aus der Gruppe. Ich kann das mal nicht. Auch schade. Komm. Ich aber auch nicht, bin genauso hinterher gefahren. Alter! Wie hast du es doch geschafft, an der Mauer vorbeizuziehen? Podium. Mit Grip, wahrscheinlich. Oh mein Gott, ich hasse mich. Habe ich übrigens gesagt, letztes Ding entscheidet, also dem her ändert sich. Ja. Ich wollte aber fair sein gegenüber Team Rot. Jetzt zu sagen, grenzt zwar das natürlich. Letzte Team gewinnt 5-0. Ich finde es auch sehr gut, dass Team Rot nochmal alles reingeschmissen hat und mit 4-0 Nummern. Das Gewicht hat uns einfach nach unten gezogen. Ja. Ich beende die Runde mit der gleichen Zahl, wie ich bei der Flaggenjagd am Anfang hatte. In der Null. Okay. Ja, immerhin eine Konstant. Das ist ja auch manchmal nicht unwichtig. So. Ja, wunderbar. Hat auf jeden Fall wieder richtig viel Spaß gemacht. Gut, die Serverprobleme zwischendrin und meine Sprachwortkreierungsprobleme zwischendrin mal außen vor gelassen. aber das, was du als Zuschauer gesehen hast, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr spaßiger Part, hat richtig viel Spaß gemacht. Und wenn du das auch so siehst, dann lass sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben da und check auf jeden Fall auch die anderen Kanälen bzw. anderen Sichten aus und da natürlich auch ein Däumchen da lassen. Das gehört sich so. Und ich würde jetzt aber sagen, wir verabschieden euch ins Restwochenende und bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.